Der HSV führt nach dem Hinspiel bereits mit 3:0. Wir hören zu Beginn die Intro-Stimmen zum Spiel. Ja, ich glaube, die HSV-Fans haben in letzter Zeit bewiesen, dass sie die besten Fans der Welt sind. Und das spüren auch wir. Und die Bereitschaft, denen alles zurückzugeben und diesen Verein wieder zum Fliegen zu bringen in allen Bereichen, dafür werden wir alles geben. Über eine halbe Stunde bis Anpfiff und man sieht, wie die Ränge schon gefüllt sind. Die Stimmung ist klasse. Hamburg hat die Fans mit dabei. Wir haben richtige, gute Unterstützung. Und ich glaube, dass beide Mannschaften wirklich richtig guten Fußball spielen können. Ich erwarte ein gutes Spiel. Die Mädels sind heiß. Klar, irgendwie 0-3 hört sich verdammt schwer an. Aber ich habe im Fußball auch schon so viel erlebt. Und ich sag dir, wenn, schaffst du es mit so einem Rahmen, das Spiel nochmal zu drehen. Und mal gucken, wofür es am Ende reicht. Vorheimischer Kulisse also. Und mit der Siegesgöttin im Namen wollen die Berlinerinnen das ganz, ganz große Comeback im Rückspiel schaffen. Klarer Favorit bleibt natürlich der HSV mit dem 3:0 im Rücken. Schiedsrichterin der Partie Miriam Schwärmer. Dann geht's rein ins Spiel. Der HSV von links nach rechts in den dunklen Trikots. Gleich mit der ersten Aktion. Morich, gute Reingabe und dann Mühlhaus. Der kann auch drin sein, aber Buchholz ist auf dem Posten. Verhindert den frühen Rückstand. Die Hamburgerinnen hier aber zu Beginn deutlich agiler. Wieder Morich. Geht dann zu Boden. Gestört von Lux. Schwärmer entscheidet hier auf Foulspiel. Freistoß also aus exzellenter Position für den Meister der Regionalliga Nord. Schauen wir mal, ob sich diese Besprechung dann auch gelohnt hat. Das ist Mühlhaus und dann rappelt Zipkator das 0:1 in der 11. Spielminute. Wirklich super platziert von Mühlhaus. Buchholz ohne Chance. Und die 19 Nationalspielerin sorgt hier also für das kumulierte 4:0 aus Hin- und Rückspiel. Und das gefällt natürlich auch den mitgereisten HSV-Fans. Was geht noch aus Sicht der Berlinerinnen? Die erste gefährliche Aktion. Das ist Yaren schon vorbei an Navard. Yaren, aber dann Brüggemann. Ehemalige Bundesligaspielerin mit der ganz, ganz wichtigen Klärungsaktion. Die Partie in der Folge dann ausgeglichener. Guter Körpereinsatz hier dann aber von Marquardt und die wird überhaupt nicht angegriffen. Die Berlinerin viel zu weit weg. Marquardt nimmt Maß. Aber der Pfosten rettet für die Gastgeberin. Die Viktoria, auch hier mal ein straffer Schuss und auch der testet das Gebälk. Und dann gehen wir schon in die Kabine und abonniert unseren Kanal Kick TV für noch mehr Highlights aus dem Frauenfußball. Beide Teams haben natürlich ein bisschen was zu besprechen, vor allem die Berlinerinnen. 4 Tore müssen sie aufholen im zweiten Durchgang, es scheint unmöglich. Und wenn du dann schon so eine schwere Aufgabe hast, kommt dann auch noch Pech dazu. Wunderschöner Schuss von Ehe Götz. Aber wieder rettet das Aluminium. Yaren dann bei der Ecke. Tohuwabohu im 16er und nochmal der Pfosten. Die Zeit rinnt natürlich auch davon. 3600 Menschen haben den Weg gefunden hier. Stadion Lichterfeld, Rekord für ein Frauenspiel in Berlin. Doch für die Viktoria wird es langsam, aber sicher eng. Dann diese Aktion und das ist ein Elfmeter. Miriam Schwärmer zeigt auf den Punkt. Aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung, für mich kein strafstoßwürdiges Foul. Allerdings geht es dann zum Punkt. Und dann ist der Ausgleich da. Yaren bleibt cool, das 1:1, 70. Spielminute.
Schön platziert geschossen, keine Chance für Nawaz. Und jetzt noch 20 Minuten die Sensation zu schaffen. Der HSV spielt natürlich auch mit Riesenaktion hier von Moritz. Gewinnt da den Ball tief in der gegnerischen Hälfte. Und dieser Schuss so unplatziert. Game Changer, den braucht Lewe Tim eigentlich nicht mehr, der Trainer der Hamburgerinnen. Er bringt aber dann die Torschützin aus dem Hinspiel, Schittek. Moritz geht runter. Und die Berlinerinnen wollen es nochmal wissen. Schöne Hereingabe und dann dieser Kopfball von Lorenz. Knapp am Kasten vorbei. Wir sind dann schon tief drin in der Schlussphase. Das ist Baum. Den Ball super hereingibt und Schittek und dann die Entscheidung. Das 1:2. 89. Spielminute. Die Fußball-Amazonen des HSV auf dem Weg in Liga 2. Und schon die Nachspielzeit. Nawaz nochmal mit einer Glanztat. Es wird schon gefeiert. Zu Recht auf der Bank, es kann nichts mehr passieren. Dann nochmal Schittek. Schon tief in der Nachspielzeit mit dem 1:3. Die Spielerin natürlich außer sich, nachdem es letztes Jahr nicht geklappt hat, ist das Tor diesmal sperrangelweit offen zu Liga 2. Und dann wird in der Folge auch zu Recht gefeiert. Die Jubelszenen sprechen für sich. Wir hören dann in der Folge viele Stimmen zur Partie. Es ist einfach überragend, das Gefühl, was wir uns über die ganzen Jahre erarbeitet haben, wie uns der Verein unterstützt, die Fans, die heute wieder hier dabei waren, die uns total nach vorne gepeitscht haben. Und jetzt ist es einfach eine Belohnung für die harte Arbeit von allen, vom gesamten Staff, von allen Spielerinnen, vom gesamten Verein. Und jetzt endlich konnten wir uns belohnen, das ist überragend. Vor Stolz platzen. Ich finde das unglaublich, was binnen eines Jahres passiert ist. Ich bin super stolz auf das Team, das so eine wahnsinnig erfolgreiche Saison gespielt hat. Jetzt hat ein bisschen das Glück gefehlt. Natürlich, das macht auch ein bisschen traurig, aber dieser Schub, der nicht nur durch die Bundesliga der Frauen geht und bei der Nationalmannschaft Halt macht, sondern eben auch bis runter in die Regionalliga geht, da können wir wahnsinnig stolz drauf sein. Und ich bin tatsächlich, was diesen Punkt betrifft, einfach super glücklich, sehr beseelt. Wir sind eine tolle Mannschaft, wir dürfen nicht vergessen, was wir erreicht haben, und es ist auch schön, soweit ich das mitbekomme, bleiben die meisten auch da, die meisten bleiben zusammen, und ich glaube, wir haben eine gute Basis, um einfach nächste Saison weiterzumachen, müssen halt das heute so ein bisschen abhaken, aber ja, so ist es im Fußball. Ja, also ich spiele jetzt schon seit 12 Jahren beim HSV, ist jetzt tatsächlich meine 12. Saison, und ich glaube, es ist von Jahr zu Jahr irgendwie schöner geworden, und jetzt sind wir gerade so ein bisschen, ja, wie sollen wir das sagen, erstmal am Ziel. Letztes Jahr haben wir es leider nicht geschafft, und ich glaube, wir sind letztes Jahr aus dem Spiel gegangen und haben eigentlich in der ersten Trainingseinheit in der Vorbereitung gesagt, dass wir ein Ziel haben, und das ist aufzusteigen, und wir haben in jedem Training alles gegeben, in jeder Situation, in jedem Spiel war es für uns klar, wir wollen an diesem Tag hier und heute stehen und gemeinsam den Aufstieg feiern, und wir haben es geschafft. Ja, unbeschreibliches Gefühl. Ich bin einfach nur stolz. Ich bin einfach stolz, dass ich hinten drin stehen darf, für so eine tolle Mannschaft spielen darf, für den HSV spielen darf, für so einen großen Verein. Und für mich ist das einfach das allerschönste Gefühl der Welt. Und ich finde einfach keine passenden Worte dafür, weil es einfach wunderschön ist.